Frank Siepmann für E-Learning-Journal live von der LearnTech 2010 in Karlsruhe. Wir sind jetzt im zweiten Tag der Veranstaltung, suchen weiter nach den herausragenden Ideen und den Bildungsexperten, die uns weiterhelfen können zum Thema Einbeziehung der digitalen Medien in den Bildungs- und Wissensprozess. Ja, hier steht es bereits. Ideen verbinden, sagt der Veranstalter. Und hier sehen wir, es gibt dabei auch durchaus Hürden zu bewältigen. Eine solche Hürde ist natürlich eine Herausforderung. Für mich wäre es sicher eine ganz konkrete Herausforderung. Wenn Sie einmal sehen möchten, wie ich jetzt hier rüber hüpfe, da muss ich Sie leider enttäuschen. Da will ich lieber einen Experten fragen, der sich da besser auskennt. Und zwar Herrn Edgar Itt. Herr Itt ist ja uns allen noch bekannt, jedenfalls die Welt noch vor dem Internet kennen, von 1988, der Olympiamedaillengewinner im 400 Meter Hürdenlauf. Herr Itt, darf ich Sie zum Gespräch bitten? Schönen guten Tag, Herr Itt. Schönen guten Tag. Herr Itt, Bildung hat häufig auch Hürden zu überwinden. Mit Hürden kennen Sie sich sehr gut aus. Sie sind aktiver Hürdenläufer gewesen und das auch sehr, sehr erfolgreich. Jetzt habe ich mal die Frage, Sie sind jetzt hier auf der LearnTech im Auge des Taifuns der digitalen Bildung. Was hat Sport mit Bildung zu tun? Sport hat sehr, sehr viel mit Bildung zu tun. Jetzt könnte man natürlich sagen, meine Güte, werfen, springen, laufen. Ja, und Bildung hat auch mit Hinsetzen und richtig auswendig lernen zu tun. Es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Du brauchst im Sport brauchst du Ziele, du brauchst eine Vision. Im Lernen auch, beim Lernen auch, bei der Bildung auch, du brauchst eine Vision. Diese auch mit einer Motivation, mit einer Inspiration, mit einer Sensibilität auch ranzugehen. Der Sport hat, gut, ich als 400 Meter Hürdenläufer hatte halt Hürden, aber es hat auch damit zu tun, auch die Hürden zu überwinden. Sehe ich jetzt ein Hindernis als Herausforderung, als Ziel oder wirklich als Hindernis? Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich als Hürdenläufer habe Hürden immer als Herausforderung und Ziel gesehen. Und Hürden überspringt man nicht, sondern man überläuft sie. Und das ist auch noch ein Unterschied, ob ich sage, ich muss sie jetzt springen, weil ich Angst habe und ich will es nicht berühren, oder ich will sie überlaufen. Und so gehst du schon allein mit der Einstellung ganz anders ran. Es gibt so viele Parallelen. Es wird jetzt eigentlich viel zu lang dauern, um das hier alles noch aufzuzählen. Aber jetzt einfach nur diese 2, 3 Punkte. Sehen Sie schon, dass es eine Deckungsgleichheit gibt von der Grundeinstellung. Sie sind ja eingeladen hier auf die 18. Veranstaltung der LearnTech als Dozent, als Vortragender. Was wird man in Ihrem Programmbeitrag erleben können? Ja, es geht hier um Serious Games, um Game-Based Learning. Und gibt es sehr viele Parallelen auch zum Sport. Man kann sehr, sehr viel rausziehen. Wir Sportlerinnen und Sportler, es gibt so eine sportliche Intelligenz und die ist nach Bildern zu trainieren und zu arbeiten. Wenn Sie einer Turnerin aufschreiben, wie sie was genau machen muss, in welchem Winkel und in welcher Sekunde lächeln und so weiter, dann sagt sie, nee, kann ich mir nicht merken. Aber wenn Sie ihr einen Film zeigen, eine Übung zeigen und sagen, mach das bitte nach und achte auf dies und jenem, mach das ein bisschen besser. Und dann bleibt das drin. Und diese Bilder kannst du abrufen. Oder Spielzüge, die in einer Mannschaft, wenn eine Standardsituation ist, ob das jetzt beim Handball, beim Fußball ist, dann zeichnen die Spielzüge auf. Es gibt eine Grundformation, also ein Grundmuster, ein Spielzug. Natürlich gibt es dann die Variable des Gegners, weil man nie genau weiß, wie reagiert er jetzt drauf. Aber dieses Grundmuster, und das gibt es auch beim Game-Based Learning, beim Serious Games, ist ein Grundmuster. Und wenn dieses Grundmuster schon drin ist, wenn es auch wirklich inhaliert wurde, dann hast du es dann in der Situation, wo es jetzt beim Kunden geht oder auch in der Firma geht um bestimmte Abläufe, hast du es dann auch dementsprechend ein Stück weit leichter. Also das auch nur 2 Punkte aus dem heraus. Und was auch noch wichtig ist beim Sport, will ich jetzt auch noch mal als einen der wichtigen Punkte nennen. Im Sport bekommst du von dem Trainer gleich eine Rückmeldung, wenn irgendetwas falsch gemacht wurde. Gerade bei mir jetzt beispielsweise beim Hürdenlauf, dieses Beispiel werde ich bringen, dann nutzt es mir nichts, wenn ich Trainer habe, die sagen und über mein Haupt tätscheln, hast du toll gemacht, wunderbar, aber ich brauche Trainer, die sagen, wo waren jetzt die Fehler? Und diese Rückmeldung bekommst du sofort beim Sport und setzt dann das richtige Muster sofort auch ein, um das im Unterbewusstsein und in der Feinkoordination, der Gruppenkoordination, dass das sofort gespeichert ist. Und so ist es auch bei dem Serious Games, beim Game-Based Learning, bekommst du sofort die Rückkopplung und kannst dann das richtige Muster setzen. Ja, das fängt ja schon sehr spannend an. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Der Veranstalter und Organisator dieses Programmpunkts ist ja die Firma Zone 2 Connect. Und da würde ich zum Gespräch gerne Herrn Unger mit dazu bitten. Schönen guten Tag, Herr Unger.
grüß Sie. Herr Unger, Sie sind der Geschäftsführer von Zone 2 Connect und damit auch Mitorganisator und Veranstalter dieses Programmpunkts. Was steckt hinter Zone 2 Connect? Ja, Zone 2 Connect ist ein Schwesterunternehmen eines klassischen Computerspielanbieters und wir haben einfach festgestellt, dass sich das Computerspiel als solches sehr stark eignet, komplexe Zusammenhänge, Situationen zu vermitteln und die einfach auch durch das Handeln erfahrbar zu machen. Und das war einfach der ausschlaggebende Punkt, warum wir uns dann mit der Zone 2 Connect diesem Thema verschrieben haben. Mhm. Nochmal nachgefragt, Herr Itt, E-Learning, kommt das auch vor bei aktiven Sportlern heute oder auch Game-Based Learning? Kann das irgendwo eingesetzt werden? Das wird im Prinzip wird das schon seit Jahren eingesetzt, indem man Videoaufzeichnungen macht. Schon vor 20, 30 Jahren. Ich habe gerade das Beispiel genannt des Turnens. Ja? Eine Nadja Comaneci, die hat damals schon mit Videoaufzeichnungen, das waren so die ersten Anfänge. Ja? Und man hat dann einfach abgespielt. Dann gibt es auch Analysen, die in den Olympiastützpunkten sind und, wo man mit Computeranimationen auch arbeitet, ja, wo man auch zeigt, wie etwas funktioniert, wo man auch bestimmte Dinge, ein Computerbild überzeichnet über eine Turnübung, die jetzt beispielsweise ein Hambüchen gemacht hat, ja, so als Strichmenschen und kann dann auch sehen und kann dann auch nachweisen, wo hat er den Fehler gemacht. Ja, und dann lernt er dabei, weil er sich das nochmal anschaut. Mhm. Also von daher gab es das schon seit Ewigkeiten im Sport und jetzt wurde es professionalisiert und es ist ganz toll, was Zone 2 Connect jetzt auch auf den Markt gebracht hat. Gerade auch für den Bereich, wo ich hier tätig bin, sehr, sehr viel für Unternehmen und Konzerne, ist das grandios. Mhm. Gut, das leuchtet natürlich ein, dass gerade auch die Nahtstelle zwischen Lernen und Wissensvermittlung natürlich auch Analyse-Tools, und da ist ja sehr viel heute digital ja auch, gerade im Hochleistungssport, auch da, wo es um viel Geld geht, sind ja auch Ressourcen letztendlich notwendig und verfügbar. Aber nochmal nachgefragt, Herr Unger, kann ich mir praktisch den Einsatz Ihrer Produkte vorstellen? Gibt es einen Referenzkunden, anhand dessen wir einmal sehen können, wie funktioniert der Einsatz dieser Lösungsansätze? Ja, wir setzen das zum Beispiel für Vodafone D2 ein, die ihren Außendienst schulen. Man geht halt hin und simuliert den Tagesablauf des Vertriebsmitarbeiters, der Kunden überzeugen soll, in Gesprächssituationen, in Simulationen die Produkte von Vodafone D2 einzusetzen. Ne? Und das ist natürlich dann auch analog das Szenario, ich kann das ausprobieren, ich muss mein Wissen anwenden, was ich in dem Moment quasi benötige, um den Kunden davon zu überzeugen, mit Vodafone abzuschließen. Häufig ist ja dann auch gerade beim E-Learning die Frage der Lernmotivation. Hochleistungssportler sind hochmotiviert, ansonsten wären sie gar keine Hochleistungssportler. Aber der Mitarbeiter, dem das E-Learning dann noch zusätzlich aufgedrückt wird, möglicherweise auch noch da, wo man früher gesagt hat, nimm mal den Besen, heißt es dann jetzt, nimm mal das WBT. Was machen Sie für die Lernmotivation der Lerner? Ja, wir nutzen im Prinzip grundsätzliche Dinge wie den Spieltrieb, der in jedem von uns einfach drinsteckt und adaptieren den einfach, verbinden das mit Bildung und man hat einfach die Herausforderung in dem Moment, diese Situation, die da gegeben ist, zu absolvieren, zu schaffen. Das hat auch etwas mit Wettbewerbsgedanken zu tun, dass man dann auch das sehr gut macht im Vergleich zu den anderen und das sind einfach grundsätzliche Prinzipien, die auch im Sport natürlich greifen und einfach motivierend wirken, ne, in dem Moment. Ja. Vielen Dank, Herr Unger. Vielen Dank, Herr Itt. Wir haben wieder eine ganze Menge gelernt. Im Sport sind schon seit langer Zeit Videoanalysen. Selbst ich bin mit der Sendung mit der Maus aufgewachsen. Insofern habe ich E-Learning schon fast seit über 45 Jahren genossen. Auch haben wir jetzt zusätzlich gelernt, nicht jede Hürde überspringen, einfach überrennen, nein, überlaufen. Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2010 in Karlsruhe.